Als Beispiel für ein lernförderliches Arbeitsblatt stellen wir ein Arbeitsblatt aus dem Geschichtsunterricht der Sekundarschule V1 zum Thema Analyse einer Bildquelle vor. Die Analyse wird in drei Schritte aufgeteilt: die Bildbeschreibung, die Untersuchung und die Deutung. Die Beschreibung selbst ist in drei Abschnitte gegliedert. Die Untersuchung formuliert zu Beginn das Wesentliche, worauf die Schülerinnen und Schüler eingehen sollen. Hier finden Sie, wenn wir auf die zweite Seite gehen, im unteren Bildrand QR-Codes und Kurzlinks, die zu Hintergrundwissen oder auch zu thematischen Hilfen führen. Mit Hilfe eines zweiten Gerätes können die QR-Codes genutzt werden oder man folgt dem Kurzlink, um auf Informationen zugreifen zu können. Schließlich findet sich die Deutung zum Abschluss der Analyse auf einer eigenen Seite. Vor dem Hintergrund der Cognitive Flow Theory soll nun dieses Arbeitsblatt betrachtet werden. In dem vorliegenden Arbeitsblatt wird berücksichtigt, dass das Bild der Schülerinnen und Schüler im gesamten Arbeitsprozess vor Augen ist, sodass Bilder und Wörter im Sinne des Kontinuitätsprinzips nah beieinander stehen. Nach dem Segmentierungsprinzip wird bei der Untersuchung die Quelle in einzelne Abschnitte zerlegt. Mit der Möglichkeit der Anfertigung von Bildschirmfotos können Schülerinnen und Schüler sich auf bestimmte Abschnitte des Bildes konzentrieren, diese Ausschnitte direkt neben das Textfeld platzieren und so konzentriert ihren selbstgewählten Ausschnitt beschreiben. Differenzierend ist es möglich, den Schülerinnen und Schülern mit Hilfe von Tipps, beispielsweise QR-Codes oder Verlinkungen, anzubieten, sodass Pfeile oder vergrößerte Bildausschnitte nach dem Signalisierungsprinzip den Fokus auf wesentliche Inhalte lenken. Soll an das Gelernte erinnert werden, bietet sich eine Verlinkung an. Dies kann über einen QR-Code oder Kurzlink geschehen. Hinterlegt werden können dann Audios, Videos, Hintergrundtexte, die bereits Gelerntes wiederholen. Möchte man ein lernförderliches Video produzieren, bieten wir im zweiten Weg das benötigte Handwerkszeug an.